Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute habe ich für euch mitgebracht den teuersten Skoda der Markengeschichte, das stärkste Dieseltriebwerk der Markengeschichte und dann auch noch einen Rundenrekord auf der Nürburgring-Nordschleife. Was das Ganze ergibt, das finden wir heute raus bei dem Review zum Skoda Kodiaq RS. Schauen wir zunächst den Skoda Kodiaq RS hier in unserem wunderschönen Race Blue Metallic an. Was hat sich denn verändert gegenüber dem normalen Kodiaq? Und zwar haben wir jetzt tatsächlich einen schwarzen Kühlergrill hier und da prangt auch das neue Logo drauf, das neue VRS-Logo. Und zwar ist es jetzt rot einheitlich, nicht mehr rot-grün, wie es vorher war. Wir haben serienmäßig Voll-LED-Scheinwerfer, leider aber keine Matrix-LED-Scheinwerfer. Das heißt, der Gegenverkehr kann nicht ausgespart werden. Zusätzlich haben wir jetzt hier noch einen schönen hochglanzschwarzen Spoilerlippchen hier eingezogen. Hier unten auch noch mal eine Abrisskante reingezogen und ansonsten hier mit dem warmen Grill auch noch mal einzelne Features, die das RS-Modell ausmachen. Auf der Seite sehen wir dann auch schon das nächste Highlight. Rote Bremssättel sollen natürlich Sportlichkeit suggerieren. Die Bremsanlage dahinter ist allerdings, wie gesagt, Nordschleifen erprobt und die 20 Zoll Räder stehen dem Wagen eigentlich auch sehr gut. Muss man allerdings sagen, 20 Zoll Räder gehen hier durchaus in diesen riesen Radkästen etwas verloren. 4,70 Meter ist übrigens das Schiff lang. Er wirkt deutlich länger, auch durch diese riesigen massiven Fronttüren, die hier sehr, sehr lang sind. Was allerdings den Vorteil natürlich bietet des perfekten Ein- und Ausstiegs. Am Heck hat sich dann tatsächlich am meisten verändert und jetzt auch schon wieder verändert, denn wir fahren das Modelljahr 2019, was mir so von dieser Aufteilung hier eigentlich fast am besten gefällt. Beim Modelljahr 2020, das blende ich euch mal oben ein, könnt ihr jetzt sehen, hat sich doch ein bisschen was verändert, denn das Logo ist verschwunden und dem eines Schriftzugs gewichen. Und ansonsten wurde hier auch noch ein bisschen umsortiert. Nichtsdestotrotz, den RS erkennen wir hier an diesem durchgängigen Reflexionsband und den viereckigen Auspuffrohren. Viereckig sind sie, bisschen eckig, oval, gemischt. Naja, lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Auf alle Fälle ein Erkennungsmerkmal. Manchmal clever Kerl. Hinter der serienmäßig öffnenden elektrischen Heckklappe verbirgt sich ein riesiger Kofferraum beim Skoda Kodiaq RS. 835 bis 2065 Liter fasst das Kofferraumvolumen. Und wenn wir in die Zubehörliste greifen, dann können wir sogar noch eine dritte Sitzreihe mit zwei zusätzlichen Sitzen ordern, die hier nicht verbaut sind. Aus dem Grund haben wir eben eine maximale Laderaumtiefe hier im Standardbereich von 98 cm. 100 cm ist der Laderaum breit und 73 cm nutzbar hoch. Wenn wir dann tatsächlich die im Verhältnis 40-20-40 umlegbare und verschiebbare Rückbank teilen, dann können wir bis zu 1,95 Meter Gegenstände bis zur Beifahrerlehne nach vorne zuladen. Das sind dann wirklich sehr, sehr stattliche Ausmaße. Zudem haben wir hier sehr viele Simply Clever Details wie mehrere Kleiderhaken, Verzurrmaterial wie Netze, wir haben Fernentriegelung, wir können die Innenraumbeleuchtung zur Taschenlampe umfunktionieren oder aber wir können uns so nette Gimmicks holen wie etwa diese Taschen mit integrierter Decke. Dann steigen wir doch einmal hier in den Fond des Skoda Kodiaq RS ein. Und was uns als erstes auffällt, wir haben hier absolut opulente Platzverhältnisse. Denn der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt mit Platz fürs Bäuchlein. Hier habe ich wirklich, ich kann mich ausstrecken, da kommt eine Mercedes S-Klasse Langversion eigentlich auch nicht unbedingt viel besser weg. Dann haben wir hier noch eine Armlehne.
mit zwei Getränkehaltern. Drinnen Isofix an den äußeren Bereichen. Da lässt sich auch ein Reboarder-Kindersitz problemlos dank der Platzverhältnisse unterbringen. Sehr bequem. Wir haben zudem für die Kinder hier ein Sonnenschutzrollo, was sich ebenfalls sehr, sehr gut installieren lässt und sehr einfach vor allem auch. Wir haben eine elektrische Türkindersicherung, die von vorne bedient wird. Wir haben hier hinten noch ein Klimabedienteil. Sitzheizung für die äußeren Fondsitze sind zusätzlich vorhanden. Wir haben Sitztaschen hier in den Vordersitzen. Wir haben hier unten sogar noch eine 230 Volt Buchse, einen 12 Volt Anschluss und einen USB Anschluss. Also genügend Strom für den Nachwuchs hier auf den Rücksitzen. Und was ganz interessant ist, wir haben hier auch noch das Schlafpaket für Kinder und Erwachsene verbaut. Das heißt, hier aus diesen Kopfstützen lassen sich so kleine Hörnchen rausfahren und da kann dann der Kopf perfekt anlehnen. Eigentlich eine sehr, sehr clevere und sehr, sehr coole Geschichte. Finde ich echt passend, auch für Kinder. Da fällt der Kopf nicht die ganze Zeit hin und her. Die Rückbank, wie schon erwähnt, ist tatsächlich verschiebbar in der Länge. Also auch da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit der Individualität. Natürlich darf der obligatorische Sitztest vorne auch nicht fehlen hier im Skoda Kodiaq RS. Und hier sitzt es sich auf hervorragend ausgeformten Sportsitzen. Wirklich sehr, sehr bequem. Ja, die Kopfstütze ist hier komplett integriert. Bin ich jetzt normal kein Freund davon. Bei meiner Größe ist das allerdings gar kein Problem. Die Lenksäule lässt sich natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellen. Auch die Sitze hier elektrisch verstellbar lassen sich hier perfekt einstellen und anpassen, so wie man es auch benötigt. Mehr bleibt hier gar nicht zu sagen, außer schauen wir uns noch ein bisschen den Innenraum an. Jetzt schauen wir uns den Innenraum noch mal etwas genauer an hier im Skoda Kodiaq RS. Was hat sich gegenüber dem normalen eigentlich verändert? Und da fällt uns als erstes auf das Lenkrad. Das Lenkrad ist ja das, was der Fahrer immer stetig in der Hand hält oder halten sollte. Ja. Und zwar haben wir hier unten abgeflacht, wir haben hier das VRS schön auf der Spange und die roten Kontrastzyanäte, die sich hier auch durch diesen kompletten Innenraum ziehen. Wir haben die hier am Schaltsack, wir haben sie tatsächlich an den Sitzen, in den Türverkleidungen, überall werden diese roten Kontrastnähte hier wieder aufgenommen. Dennoch, was besonders hier noch auffällt, wir haben hier tatsächlich die Applikationen, die sich hier zum Beispiel aufgenommen werden, sollen Carbon darstellen, sind aber nur Kunststoff. Natürlich haben wir jetzt hier noch das große Columbus-Navigationssystem zum Beispiel verbaut, deswegen auch hier keine manuellen Drehregler mehr, sondern tatsächlich nur noch Touch. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument in der Mitte mit den digitalen Anzeigen, was sich in mehreren verschiedenen Ansichten einstellen lässt. Wir haben dann die 3-Zonen-Klimaautomatik. Wir haben ein Kamerasystem hier untergebracht, wo wir das Fahrzeug tatsächlich dreidimensional betrachten können. Wir können das ganze Auto dann auch immer die Ansicht dementsprechend drehen, wie wir es denn benötigen oder wie wir es denn gerne hätten. Solche Spielereien gibt es natürlich auch optional. Zudem können wir auch hier mit Wischgesten tatsächlich uns Wischgesten, da geht auch gleich der Scheibenwischer an, können wir uns hier durch das Menü bewegen. Ansonsten ist es hier sehr, sehr aufgeräumt. Wir haben ja aufgeschäumte Kunststoffe, das Ganze ist soweit ordentlich verarbeitet, bis auf unser Vorserienfahrzeug, was leider einzelne, naja, sagen wir mal so, kleine Verarbeitungsmängel aufweist, die allerdings jetzt wirklich dem Vorproduktionszyklus mal geschuldet sein sollten. Dennoch, alles wirkt hier wirklich an seinem Platz. Es gibt keine Besonderheiten ansonsten außer den genannten. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, was auf der Straße Sache ist, denn da sollte sich mehr abspielen.
Wer sich einen Skoda Kodiaq RS kauft, der kauft ihn nicht wegen dem runden Rekord für siebensitzige SUVs auf der Nordschleife oder aber wegen dem Soundmodulator hier im Fahrzeug, der ein Achtzylinderbollern simuliert. Nein, der kauft ihn aus den Gründen wie folgt. Zum einen bekommt man für 50.000 Euro in der Basis ein sehr gut ausgestattetes, extrem viel Platz bietendes SUV, welches sich im Alltag sowohl komfortabel als auch dynamisch bewegen lässt, wie kaum ein anderes SUV, vor allem nicht in dieser Preisklasse. Zum anderen bietet der Skoda Kodiaq RS eine wirklich hervorragende Ausstattung und wer dann auch noch in der Ausstattungsliste weiter spinnt und sich alle möglichen Features hinein bestellt, der bekommt dann natürlich für rund 60.000 Euro, das ist extrem viel für ein tschechisches Fahrzeug aus dem Volkswagen-Konzern, einen wirklichen Alleskönner quasi. Denn wir haben dann maximal 7 Sitze hier an Bord, wir haben eben großzügige Platzverhältnisse für 5 Personen, wir haben tolle Sportsitze hier drinnen, wir haben ein hohes Maß an Langstreckenkomfort, dank vieler Assistenzsysteme, die sehr gut funktionieren. Wir haben ein wirklich kräftiges Biturbo-Dieselaggregat mit 240 PS und 500 Newtonmetern, was bei Bedarf in knapp 7 Sekunden auf 100 sprintet oder eben mit 220 km/h die gut 1,9 Tonnen schwere Fuhre hier über die Autobahn pfeffern lässt. Dabei bleibt der Verbrauch auch im Rahmen, denn ich kam mit rund 7,6 bis 7,8 Litern hier im Alltag vollkommen aus und dabei war dann wirklich sozusagen alle Betriebszustände abgedeckt. Ende der Dienstfahrt mit dem Skoda Kodiaq RS und ich muss sagen, ein wirklich sehr, sehr geiles Auto, macht jede Menge Spaß, hat jede Menge Platz, kostet aber auch eine ordentliche Stange Geld, denn 57.000 Euro, so wie er hier steht, sind erst einmal eine ordentliche Hausnummer, zumal eigentlich der Einstieg beim Tiguan Allspace mit dem gleichen Motor 1.100 Euro unter dem Kodiaq beginnt. Na klar, wenn man sie dann gleich ausstattet, dann steht der Tiguan 2.000 Euro mehr in der Liste als der Kodiaq. Das ist jetzt die große Frage, was man eigentlich eher mag. Bodybuilder wie den Kodiaq oder eher den Gentleman wie den Tiguan Allspace? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare, was ihr nehmen wollt. Eher den biederen Tiguan Allspace mit dem Druck aus dem Keller oder aber den, der schon optisch hier auf Muckibude macht. Ansonsten bitte vergesst nicht den Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat und ansonsten abonniert den Kanal und ich sage Tschüss und Servus. Euer Ubi.